Hallo zusammen. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade dabei, die ganzen Anhänger fertig zu machen. Und ja, die habe ich schon fertig gemacht. Die sind soweit. Die sind soweit durch. Dann habe ich die hier noch gemacht. Die sind auch soweit fertig. Finde ich auch ganz süß. Dann nochmal in dem. Aber das zeige ich alles nochmal im Craft-Update. Muss ich alles nochmal rauspulen. Und den mit so einer süßen Krone. Ja, die habe ich schon fertig gemacht. Bei denen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Die habe ich bis jetzt ja so gemacht und so gemacht. Aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt da noch was. Und ich habe keine Ahnung, was ich darauf setzen soll. Die sind so ziemlich gleich. Ja. Außer bei dem einen einzigen hatte ich davon. Den habe ich auch mit dran gemacht. Ansonsten, ja, habe ich keine Ahnung. Ja. Jedenfalls bin ich gerade bei denen bei. Und die hatte ich dann auch mit Nail Art besetzt. Viel mit Gold und Rot gearbeitet. Oder halt, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ach, ich mache einfach durch und dann ist das in Ordnung, oder? Ja, und ich habe mir gedacht, ich schmeiß einfach die Kamera an und lass euch daran teilhaben. Ich setze euch ein bisschen höher. So ist okay, ne? Und oh, hier sieht das aus. Furchtbar. Also ich habe wirklich nur diesen kleinen Platz hier zur Verfügung. Weil alles andere, warte mal, kann ich euch das zeigen? Weil alles andere ist wirklich vollgestellt ohne Ende. Und ja, da bin ich jetzt frohlockend. Es ist auch, glaube ich, schon irgendwas um 23 Uhr. Draußen ist es stürmisch ohne Ende und es regnet. Also furchtbar. Aber bestes Bastelwetter, ne? Ja, ich hatte mich auch schon kurz geschlossen mit den Mädels. Und die sagen, grün daran. Hier muss ich, glaube ich, einen anderen grünen Ton finden. Aber passt das? Ne, das passt auch. Und bei denen habe ich gedacht, jetzt mache ich da Rot dran, weil da viel Rot mit drin ist. Goldene Perlen habe ich leider nicht. Also jedenfalls nicht bewusst. Kann sein, dass irgendwo was rumschwirrt, von dem ich nichts weiß im Moment. Ich werde mir hier mal Platz schaffen. Ja. Und ich habe gedacht, ich unterhalte mich so ein bisschen mit euch. Und zwar habe ich ja schon erzählt, wegen Doreen Beats, ob das nur bei mir so ist, mit den zollfreien Sachen. Also ich habe mich belesen und es soll wohl erstmal alles so bleiben, ne? Also drinne stand, dass ihr bis 22 Euro zollfrei bestellen könnt und ihr habt natürlich auch keine Einfuhrsteuer, ne? Ja, soweit habe ich mich da schon schlau gemacht. Und dann haben sie eine Kulanz bis 26,50 Euro, weil der Aufwand einfach zu hoch ist, ne? Also das ist denn so Toleranzgrenze. Also Angaben ohne Gewähr, ne? Also das ist nur das, was ich jetzt so gelesen habe. Und ja, irgendwie, dann hat eine Zuschauerin kommentiert, dass sich das wohl ändern soll. Auch mit Ali und ja, allgemein, was aus dem Ausland kommt mit den Zollgebühren. Und die sollen ja dann auf Null gehen oder irgendwie so, hat sie mir geschrieben. Ja, also ich habe mit einer Freundin schon gesagt, deckt euch ein. Oh, hier ist noch so eine kleine Schleife. Ja, also wenn ihr viel bei Ali bestellt, ganz ehrlich, deckt euch ein. Wer weiß, wie das kommt. Und ja, und man hat ja auch nicht Bock, da irgendwie so teuer bezahlen zu wollen oder Versandkosten oder sowas, ne? Hat ja auch kein Mensch Lust drauf. So, ich bin gerade auf der Suche.
Das habe ich in Silber. Das heißt, ich brauche Perlenkappen. Wo habe ich die hier? Ja, das sind jetzt nicht so viele, deswegen mache ich erstmal die silbernen fertig. Die nehme ich jetzt erstmal aus dem Weg. Ja, und ich mache sie mir immer ganz gerne hier drauf, um die einfach mal alles so mit zusammen zu haben. Und die kommen jetzt erstmal zur Seite, weil Platz ist echt begrenzt. Oh, das ist so schlimm. Man nimmt sich das immer vor. Nein, diesmal machst du keinen Müll. Du räumst dann alles gleich wieder weg. Also ich kann nur sagen, es klingt sehr gut in der Theorie. Und ja, habt ihr denn da irgendwie schon mal was gehört von, dass sich das jetzt ändern soll? Oder habt ihr mal bei Ali schauen können oder so? Ob bei euch Änderungen aufgetaucht sind. Weil die waren ja im Urlaub. Also die hatten ja ihren... Ja, was war denn das? Ich denke mal, das war dieser chinesische Neujahrstag. Weil deren Kalender läuft ja ein bisschen anders als unser. Und... Ja, und ab da... Oder ich sag mal, während des Urlaubs schon... war da nichts mehr mit zollfrei. Ne, sonst stand das ja immer noch fett dahinter. Aber keine Chance. Dann habe ich gedacht, gut, dann ist es wahrscheinlich, weil die halt im Urlaub sind. Aber danach hat sich auch nichts geändert bei mir. Und ja, macht mich ja dann auch schon... Ist schon merkwürdig, ne? So, und ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist. Oder ob das bei euch auch genauso ist. Ja, weiß ich nicht. Ob ich da auch so mit einer Perlenkappe arbeite? Ich meine, ist ja nicht so, als wäre man eine Stadt, ne? Was hat man denn da als Alternative? Weiß. Man soll ja auch schon im Farbrahmen bleiben, ne? Was habe ich denn da an Weiß? Dann habe ich die in Weiß. Wie viel habe ich denn überhaupt? 5. 1. Nehmen wir die. Oder die. Weil die sind ja schon transparent. Ich glaube, ich nehme die. Weil bei transparent ist ja transparent, ne? Machen wir erstmal da so alles ran. 2, 3, 4, 5. Ja, und also wie ihr seht, ich lege mir das auch immer schon ganz gerne hin. Wir müssen da andersrum arbeiten. Ja, wie gesagt, das könnt ihr mir ja mal gerne mitteilen, wie das bei euch so aussieht. Und na, nicht, dass wir da irgendwie einen Schuss vom Bug bekommen. Und ist doch ganz süß, ne? Ja, können wir so gelten lassen. Ja, und wenn nicht, dann ist auch egal. Ich meine, ist ja schon spät. Was, ich muss hier mit den Weil am 16. ist der erste Markttag. Und dadurch, dass es ja Premiere für mich ist und ich habe ja vorher überhaupt keine... Also ich habe weder Erfahrung noch sonst irgendetwas. Also wenn, dann hole ich mir meine Infos, was ich denn so brauche und so, hole ich mir immer schon bei Michelle. Weil man muss ja echt tierisch aufpassen, ne? Was man verkauft, geht ja auch nicht einfach so irgendwie. Also ihr könnt da nicht... Also ich glaube, also Disney, also Markensachen sind wohl tabu. Und also so wie sie mir das erzählt hat. Und weil meine Frage war, wie es aussieht. Auch kann man gelten lassen, ne? War es ganz süß. Ich weiß gar nicht, was habe ich sie denn gefragt? So, dann habe ich dann jetzt noch ein bisschen rosa drin, ne? Ob ich noch ein rosa mache? So als Eyecatcher, ja, ne? Wegen... Ich weiß gar nicht, was ich sie gefragt habe. Ob ich da auch blasse rosa mache?
Aber ich habe hier so kleine. Du bist ein lila, ne? Du bist ein rosa, ne? Sieht das auch aus? Mal gucken. Weil das andere ist ja doch schon ganz anders als das da. Nee, das kannst du nicht machen. Ja, also so sieht das übrigens auch immer aus, ne? Ich überlege und ja, man kommt dann letztendlich zu Ergebnissen, da, ui, da schlackerst mit den Ohren. Und ich bin immer am Überlegen. Man hat mittlerweile auch so viel Materialien, was man arbeiten könnte. Und dann passt das nachher wieder nicht. Ja, also so sieht es bei mir immer aus. Und man testet und man hält dran. Und ja, hier könnte. Aber zwei Perlenkappen sind auch nicht so schön, oder? Ja, wie läuft das denn bei euch? Mit euren Materialien? Legt ihr euch die zurecht? Und dann macht ihr oder macht ihr nach Gefühl? Ja, das könnt ihr mir auch nochmal sagen. Das würde mich wirklich interessieren. Weil manchmal, weiß ich nicht, da hängt man wirklich so wie Max in der Sonne. Und ich habe da wirklich überhaupt keine Planung, wie ich was gestalten soll. Nee, also der sieht schon mal doof aus. Dann machen wir erstmal, nee, der ist dran. Ne? Machen wir erstmal die fertig. Und ja, irgendwie, man könnte, also ich habe da so viele Fragen. Bloß manchmal ist es halt auch das Problem, basteln und oh, guck, ah, bloß nicht hin. Ich habe da irgendeine allergische Reaktion. Ich weiß nicht, ich glaube, das Spülmittel oder so kann ich nicht mehr ab. Muss ich mal anfangen mit Handschuhen. Naja, ist auch egal. Was wollte ich denn gerade erzählen? Achso, wegen den Materialien, ja. Ja, da ist, weiß ich nicht, da kommt einem ja dann doch schon so Bedenken, ne? Also mir zumindest, ob das denn alles, weil man hat ja auch nicht Lust, da irgendwie die Sachen teuer zu machen oder so. Und ja, deswegen, könnt ihr mir einmal erzählen. So, jedenfalls wollte ich, achso, Marktvorbereitung. Ja, ich bin ja bei. Und ich mache das ja mit einer Freundin und also es ging einfach so los. Sie hatte, also alleine wollte sie nicht. Naja, gut, habe ich dann gesagt, ne, versuch's das mal. Also so just for fun, sage ich jetzt mal. Mal gucken, was passiert. Ne? Und ja, jetzt sind wir dabei, auch den Tisch fertig zu machen. Deko, also viel auch maritim und so, weil das ist ja bei uns in Kühlungsborn. Und ja, ist natürlich direkt am Wasser, ne? Ist das schon eine geile Geschichte. Und ja, und wenn ihr da irgendwie mal was nicht sehen solltet oder sowas, das ist, weil ich überhaupt nicht durch die Kamera schaue. Und ich, also immer mal wieder, klar, aber sonst ist das echt Zufall. Jedenfalls ist das ja am Kühlungsborn und da ist ja Kurort und das ist ja auch wegen Touristen und ja, da bin ich denn auch. Also ich habe Maritimes habe ich bei, aber halt nicht so viel. Mal gucken, ob man dann nachproduzieren muss. Und auf alle Fälle ist das eine ganz geile Gelegenheit, dass man so auch irgendwie eine, wie sagt man so schön, Marktforschung betreiben kann. Weil sowas interessiert mich ja dann auch immer. Ne? Habt ihr denn Markterfahrung? Also die könnt ihr mir ja mal mitteilen. Also wenn ihr Lust darauf habt. Ne, wenn ihr was man so machen sollte, würde ich mich ja drüber freuen. Habe ich einen vergessen? Da würde ich mich echt drüber freuen. Was ist denn hier passiert? Wenn. Na. Wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützen könntet. Ja, man hat ja natürlich auch ein bisschen Bammel davor, ne? Ob die Sachen dann auch ankommen und gefallen und ja, ich weiß es nicht. Ich lasse mich da überraschen, ne? Und weil was anderes kannst du eh nicht machen. Ne? Nachher kommt das denn
mit der Analyse, mit der Marktforschung. Also das mache ich jetzt für mich, die Marktforschung, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn da jetzt ein Verein oder irgendwie sowas ist. Und naja, jedenfalls hatten wir uns da dann angemeldet da. Und da mussten, also es war wie solche Bewerbung. Dann hatten wir uns dann da angemeldet. Dann auch hingeschrieben, was wir denn so machen und so. Dann haben die sich gemeldet, dann wollten sie Fotos haben. Wozu Fotos? Ich meine mal ganz ehrlich, und das war im Februar, dass der Markt ist im April. Wo ich dann gesagt habe, die Sachen, ne, bei meiner Freundin zum Beispiel, sie näht ja, und sie näht so tolle Babysachen. Also sie hat sich da wirklich auf Babysachen spezialisiert. Und das ist so süß. Also sie zeigt dann immer schon Bilder und das ist echt Zucker. Also da möchte ich gerne nochmal Baby sein. So süß. Aber die Sachen, die sie denn da gemacht hat, also die sie dir auf dem Foto gezeigt hat, die Leute, ganz ehrlich, die sind schon alle verkauft. Und jetzt ist sie natürlich immer hinterher, ne? Dann hat sie dann auch Großaufträge gekriegt und dann sage ich, muss jemand, willst du denn anfangen, mal für den Markt was zu machen, ne? Also ein leerer Stand ist ja auch nicht schön, ne? Und ja, sagt sie, kommt sie natürlich schleppend hinterher. Jetzt ist sie auch noch gesundheitlich angeschlagen, also die sind alle krank. Alle krank. Ne, ich habe mich auch mit dem Terrorgnom unterhalten. Und auch sie ist immer noch angeschlagen. Ja, aber bei dem Wetterwechsel, ich glaube, das ist kein Wunder, wenn wir alle flach liegen, oder? Also, schön ist was anderes. Ja, das ist alles ein Kackpo, ne? Ja, finde ich immer nicht so berauschend. So, den haben wir jetzt dran. Was passt denn noch so schön? Ich habe hier gerade so, die habe ich gerade von Doreen Beats bekommen. Von AliExpress. Und die sind, das sind so Acryl-Dinger. Die sind so cool. Die waren, glaube ich, auch nicht wirklich teuer. Da kommen jetzt so ein Schlüsselchen ran. Ich habe festgestellt, ich habe zwar Charms, aber irgendwie nie die richtigen. Das ist ganz merkwürdig. Also irgendwie hat man nie die richtigen dabei. Merkwürdig, merkwürdig. So, da sind meine Binderinge. Ich habe aber auch welche drin. Oh, kennt ihr das? Dass es total fürchterlich ist. Man hat hier Zeugs, man hat da Zeugs und ich weiß auch nicht. Ich würde ja ganz gerne mal alles so zusammen haben. Ne, dass in einer Dose alle Binderinge drin sind. Dann hatte ich mir das schon so aufgeteilt, dass ich in einem versilbert habe, in einem Gold und aber es ist auch irgendwie noch nicht so das Wahre für mich. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich brauche noch so die richtige, ja, das richtige System halt für mich, ne? Da bin ich noch nicht so, ich bin da noch nicht so angekommen. So, jetzt haben wir noch ein Schlüsselchen mit dran, ne? Und irgendwie die andere Seite. Irgendwas fehlt da noch. Ob ich da noch eine weiße Perle dran mache? Ja, ne? Eine schöne weiße, eine rein weiße, ja. Doch, und dann ist das, glaube ich, auch okay so. Ja, aber was ich halt natürlich schön finde ist, und das muss ich ganz ehrlich sagen, dass, na, dass ihr immer so schön fleißig kommentiert und ich lese mir das so gerne durch. Ja, da sind auch super Tipps mit bei. Ja, mein Eulchen hat das letzte Mal geschrieben. Das hat sie, unter welchem Video hat sie das geschrieben? Unterm Haul, glaube ich, hat sie das geschrieben. Aber ich grüße dich auch ganz lieb an der Stelle, mein Eulchen. Und, ne, das bei, ne, den habe ich schon, bei, wie heißt denn der Laden? VBS, ich weiß nicht, kennt ihr den Laden? Also ich habe mit VBS noch gar keine Erfahrung. Ja, also da soll es wohl auch dieses, wie heißt denn das? Cleopatra? Habe ich gesehen, gibt es da?
Und ja, also vielleicht könnt ihr mir ja mal eure VBS-Erfahrungen mitteilen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da schon welche gemacht habt. Preis-Leistungen und sowas alles. Ja, würde ich mich sehr freuen. Ja, irgendwie, weil ich bin der Meinung, dafür ist diese Community da. Und dass man sich auch austauschen kann. Ne? Also ich finde, man tauscht sich einfach viel zu wenig aus. Ich weiß auch nicht warum. Also es ist, in meinen Augen ist das immer schlimmer geworden. Na, also, die Leute, weiß ich nicht, die Leute zeigen einfach weniger, finde ich. Ne, was am meisten, was man sieht, sind Holz. Ich meine, gut, ich mache selber Holz, klar. Ne, aber ihr wisst, warum ich Holz mache. Weil ich dann doch so ein paar Mädels habe, denen das interessiert. Und ja, und dementsprechend mache ich es natürlich auch, ne? Und am liebsten würde ich auch manche Sachen einfach verräumen und fertig oder benutzen, ne? Aber nein, man zeigt das ja dann doch immer wieder. Ich meine, was in Ordnung ist. Ich gucke auch gerne Holz. Ne, so ist es nicht. Ne, man hat ja dann doch so seine Mädels. Wo ich sagen muss, es sind wirklich viele dazugekommen. Ne, die ich mittlerweile schaue. Was heißt die mittlerweile? Eigentlich schon eine ganze Weile. Und ja, die möchte man auch nicht missen. Ne? Also man freut sich schon regelrecht drauf. Und ja, finde ich, mag ich gerne. Aber ansonsten wird wenig gezeigt. Also für meinen Geschmack. Ne? Und also da kann auch ein bisschen mehr kommen, wie ihr was macht. Weil bei vielen Videos hat man das dann auch. Also die spulen das ja oder die schneiden das ja. Und ja, der wichtige Faktor ist immer weg. Ne? Also wie genau? Weil manchmal, weiß ich nicht, da habe ich so meinen blonden Tag. Da muss das echt, weiß ich nicht, dass ich das dann, da ist mein Verständnis dann auch nicht so groß, wo ich dann immer denke, wie war das jetzt? Ja, nachfragen, weiß ich nicht, mag man auch manchmal nicht, fühlt man sich dann auch immer so doof. Aber bei manchen finde ich das natürlich auch, weiß ich nicht, schön. Ne, zum Beispiel habe ich ja den, bei der lieben Grit nachgefragt, wie sie das gemacht hat. Vor allem so easy peasy, ne? Also, als sie, achso, die liebe Grit macht auch, ach so süß, ne? Macht auch Isatz. Und können wir hier gleich mal drauf machen. Und sie macht so geile Sachen, ne? Da hat sie letztens ein Craft-Update gemacht. Oh, ich war so Feuer und Flamme. Ich war echt total begeistert davon. Und dann, mein Gedanke war, oh, das ist geil. Wie kann man das umwandeln? Vielleicht auf Maritim oder so. Ja, geil. Einfach nur geil. Also da muss ich schon sagen. Ja, und wenn ihr natürlich irgendwie einen Link braucht oder so, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir würden ja ganz gerne mehr Resin-Videos sehen oder keine Ahnung, sagt ihr mir Bescheid. Also ich kann dann da doch den einen oder anderen empfehlen und das sollte ja nun kein Problem sein. Ne, also sich einfach so zu unterstützen, ne? Der eine untersucht was und ja, und der andere weiß, wo es herkriegt, ne? Finde ich, so sollte das funktionieren. Ja, aber viele halten natürlich hinterm Berg, ne? Wie was gemacht oder wie die was machen oder keine Ahnung. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ich meine, die denken sich vielleicht was dabei, warum das so ist. Es kommen ja Pop-Outs zum Beispiel, ne? So wenig Pop-Outs und ich gucke das so gerne, weil dieser Effekt, weil diejenige, die das auspoppt, die sieht das ja auch zum ersten Mal. Und dann einen so dran teilzuhaben, wie denn diese Reaktion darauf ist, ne?
ob es nun Fehl ist oder ob das, oh wow, und ne, man fiebert dann quasi richtig mit. Und ja, und das finde ich an Pop-Aus einfach so schön, dass die da so diese Begeisterung ausdrücken. Und ja, deswegen, also ich, wie gesagt, ne, also für diejenigen, die Resin machen, poppt aus, macht Videos, ich find's geil. So muss das sein. Weil diesen Wow-Effekt kriegst natürlich nicht im Craft-Update, ne? Vor allen Dingen so dieses Vorher-Nachher, ne? Weil wenn du Sachen auspoppst, die sind ja einfach nackt. So. Aber dann so vorher zu sehen und dann danach, was die denn draus gemacht haben, das ist doch der Knaller. Also ich mag es zum Beispiel sehr gerne. Ne? Und entschuldigt bitte. Ne? Und ja, das. Das sind Effekte, die kommen einfach nie wieder. So, und deswegen würde ich gerne an die Razer, sagt man das so, kann man das so sagen? Ja, kann man so stehen lassen, ne? Also für diejenigen, die Razer machen, poppt aus. Zeigt Pop-Outs. Ne? Vor allen Dingen, ihr könnt ja auch danach, also wenn ihr denn die Zeit habt, zeigt danach gleich, wie ihr Anhänger ranmacht. Ne, also die komplette Entstehung zum Beispiel. Ne, also das ist ja das, was so Effekte sind. Vor allem so auch so merkt man dann aber auch, wie die Leute sind. Ne, so wo ihre Favorites liegen zum Beispiel. So lernt man ja auch Menschen besser kennen, die man einfach durch YouTube ganz toll findet und so. Ja, das mag ich ganz gerne. Ja, ich mache jetzt hier auch zwei Perlen ran. Einmal, weil die Perlen hier so klein sind. Und zum anderen, weil der Nietstift so lang ist. Und ich habe da keine Lust, immer abzukneifen. Weil ich horte schon. Ich weiß, ach, wenn ich das, ja, jetzt. Ich horte schon. Das sind alles abgekniffene Stücke. Ja, die bunke ich hier schon für Michelle. Weil sie hatte geschrien, dass sie die gerne haben möchte. Das ist auch kriegen, klar, ne? Und ich meine, ich hatte die früher auch gesammelt, weil ich ja auch Fimo gemacht hatte. Vor langer Zeit. Oder vor ein paar Jahren. Und die waren immer ganz toll, wenn man denn so Figuren gemacht hat. Und ne, sie macht immer noch, also Michelle macht immer noch Michelle macht immer noch Fimo. Und hier ist auch weiß mit dran. Können auch nochmal ran. Ja, achso. Und wenn ihr dann mal wissen wollt, ne, wie so Marktvorbereitung aussieht, ne, kann ich gerne euch dann nochmal was erzählen dazu. Oder ein komplettes Video machen rund um Marktvorbereitung. Ich weiß gar nicht, darf man das? Ja, ne, eigentlich schon. Ist ja nichts Dickes dabei. Dann kann ich da gerne nochmal detailliert drauf eingehen, was wir machen. Und was wir so anbieten, ne? Also was so meine Gedankenzüge waren. Weil man kann ja natürlich nicht also ich bin da jedenfalls so. Ich lasse das nicht alles gleich laufen. Sondern ich gebe dem Kind auch gerne einen Namen. Habe ich nicht noch einen Schlüssel dran gemacht? Nee, ne? Ich gebe dem Kind natürlich noch gerne einen Namen. Und deswegen, und ich glaube, ich bin mittlerweile bei 5 Bereichen. Und aber ich bin echt gespannt, wie das so läuft. Wie die Menschen so drauf auf die Sachen reagieren. Und ist ja nochmal eine andere Nummer, ne? Ganz andere Hausnummer. Als wenn sich jetzt durch ein Craft-Update oder so jemand meldet und etwas haben möchte. Ja, als wenn
die Person jetzt, als wenn man die Person jetzt sieht, denen das erklären muss und so. Weil ich bin eh so ein, weiß ich nicht, so ein Unikum, was Erklärungen betrifft. Ne? Also geht ja aber gar nicht bei mir. Also ich weiß zwar, was ich sagen will, aber irgendwie kommt man auf keinen Nenner und weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert. So, die habe ich auch fertig. Und ja, sind auch schon wieder. Also heute habe ich geschafft, also bis jetzt, also komplett fertig habe ich jetzt gemacht, die 6. Dann habe ich ja die fertig gemacht. Das sind 3. Ja, die sind auch komplett fertig. Zum Beispiel, das sind jetzt 3 identische. Ne, die sind alle, also die 3 hier, die sind komplett gleich. Ne, hinten beglimmert. Also die sind wirklich komplett alle gleich. So, das heißt, ich habe 3 Stück davon. Dadurch, dass es aber eine Mischfarbe ist, kriegt man die Farbe so ja auch nie wieder. Ne? So, und die 3 habe ich fertig. So, und das sind Unikate. Ne, das heißt, ich habe von denen wirklich nur jeweils einen. Gibt keine Wiederholung, sage ich jetzt mal. Ne? Macht man einmal und nie wieder. Aber ich mache natürlich auch Fotos. Deswegen haue ich das jetzt alles zusammen, weil ich natürlich noch Fotos mache davon. Weil ich finde das nämlich einfach schön, was man denn so zusammengestellt hat und so. Eine Freundin von mir hat natürlich öfter schon Markt gemacht. Und sie hat mir erzählt, dass sich die Kunden auch ganz gerne mal so Kataloge angucken. Um, weiß ich nicht, einfach mal drin rumblättern und so, was möglich ist. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Auf alle Fälle tun sie das. Und deswegen mache ich, also ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich einen Katalog mache. Das ist ja auch für mich, weil ich anders kann ich das auch nicht zeigen. Ne, wie willst du den Kunden zeigen, was noch möglich ist, wenn man da nichts vor Ort hat? Ne, und einfach so erklären ist auch nicht so das Wahre, finde ich. Bei mir zumindest. Ja, und an solchen Tüten ist das ja auch echt furchtbar, ne? Weil bei diesen, die waren eingeschweißt quasi. Nee, also nicht mit Klebe. Also so, dass du eine Lasche aufmachen kannst und wieder zumachen. Also das ist, bleibt einem echt nichts anderes übrig, als die Tüte wegzuschmeißen. Oder vielleicht zuzukleben. Also mit Klebestreifen, aber den habe ich gerade nicht da. Durch den Klebestreifen. Aber ich nehme nachher ein altes Washi und dann mache ich das so zu. Muss man nicht wegschmeißen. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe nämlich hier noch so schöne Perlen zugeschickt bekommen damals. Und ja, wie gesagt, kann ich gerne, ich hoffe mal, ich komme mit den Perlen noch raus. Ne, kann ich gerne nochmal ein separates Video machen. Da könnt ihr auch gerne auch Fragen stellen. Also was ich beantworten kann, werde ich auch beantworten. Und ne, vielleicht, falls auch jemand selber mal Bock auf dem Markt hat. Weil das ist jetzt kein Flohmarkt oder so. Ne? Das ist jetzt wirklich speziell Kunsthandwerkermarkt. Das heißt, alle, die da einen Stand haben, die haben wirklich Sachen selbst gemacht. Ne, und ich habe auch schon die Goodies fertig, weil jeder, der was kauft bei mir, der kriegt natürlich auch ein Goodie. Ist ja logisch, ne? Die sehen so aus. Da habe ich Perlenengel gemacht. Und für die Kinder habe ich so Kabos fertig gemacht. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt oder so, zeige ich euch das super gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe ja die Frage schon gestellt wegen langen Videos. Ne? Also ihr seht ja Gott sei Dank, aber also wie lange ein Video geht. Und ich muss dazu sagen, viele haben geschrieben, die mögen lange Videos. Also von der Warte mache ich jetzt auch einfach Dutsche weiter. Und ja, und wenn das halt eine Stunde ist, dann ist das so. Und ja, ihr könnt ja gerne spulen. Also wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier jedenfalls Gold. Und das heißt, Silber kann jetzt zu. Ja, man muss das auch beiseite räumen können, ne?
Habe ich denn jetzt meine Perlenkappen noch da? Ja, ich muss das erstmal beiseite räumen. Mit dem silbernen. Damit ich hier nicht so durcheinander komme. Weil das geht hier so schnell. Weil ich habe hier, ich weiß gar nicht, die 1000 Dosen hier stehen. Und ja, na schade, dass man, ich meine, Gold ist ja genug da. Aber schade, dass man hier so kein Gold oder wenig Gold. Und so, die brauchen wir. Mal gucken. Ob ich da noch so ein Herzchen dran mache, das ist doch auch süß, ne? Ja, machen wir noch so ein Herzchen dran. Denn das Herz sieht zwar ein bisschen anders aus als das andere jetzt. Also von der Goldgebung her. Aber auch die Geste zählt. Die Sachen sind ja auch alle handgemacht. Und man kann jetzt auch nicht auf jeden. Ich kann ja auch nur mit Sachen arbeiten, die ich hier habe. Ne? Und wenn da Gold draufsteht, kann ja auch kein Mensch riechen, dass es da noch verschiedene Goldtöne gibt. Also so detailliert schreiben die das ja nur ohne drauf. Und ja. Ja, wie gesagt, aber ich finde euch klasse. Auch so, dass ihr mir schreibt, ob hier Gold und Silber, ne, da habe ich schöne Antworten bekommen. Ne, aber ich finde zum Schwarz zum Beispiel, wenn da jetzt Silber mit drin wäre, hätte ich gesagt, gut, ich gehe auf Silber. Dadurch, dass da jetzt der bunt ist, habe ich gesagt, ich gehe jetzt auf Gold. Und ich sage mal ganz im Ernst, dieselben, man hat das Glitzer noch, man hat da noch das Schwarz hat man noch. Man kann dann immer noch Silberne fertig machen, oder? Ja, und was nicht verkauft wird, wird verschenkt. Oder wird gespendet. Bin ich auch am Überlegen, ob ich so einen Spendenaufruf mache. Ja. Ne, es gibt ja immer Bedürftige, sag ich mal, die den einen oder anderen Euro gebrauchen können. Und ja, kennt ihr eigentlich noch so Kasse des Vertrauens? Also so den Ausdruck? Den haben bei uns zum Beispiel viele, wenn die jetzt Blumen im Garten haben beispielsweise oder Früchte, Obst, Gemüse und sowas alles. Die haben dann auch viel so Kasse des Vertrauens und die geben natürlich nicht die geben, die stellen natürlich eine, ich muss dann kurz was gucken, die stellen dann einfach eine Kasse auf, ne, wo keiner rankommt, also dass die wirklich zu ist. Und ja, und der kann dann halt, und derjenige kann dann halt reinschmeißen, was er denn der Meinung ist. Ne? Und da bin ich nämlich auch am Überlegen. Also so, dass ich dann zum Ende des Marktes eine Kasse des Vertrauens quasi fertig mache, wo dann derjenige einfach reinmacht, was er denn der Meinung ist. Ja, und das spende ich denn. Da bin ich auch am Überlegen. Also Ideen, so habe ich viele, ne? Dass alle was davon haben, ne? Also, so bin ich. Und, war es okay, ne? Dass alle zufrieden sind. Würde ich ja ganz gerne haben wollen. Ne, dass man helfen kann, wo man helfen möchte. Und ja. Aber auch, also wirklich, also da bin ich echt neugierig auf eure ja, wie sagt man? Auf eure Erfahrungen, Markterfahrung. Ne? Oder ihr könnt auch als Kunde. Ne? Also wenn ihr jetzt Kunde wärt irgendwo,
Auf was legt ihr Wert? Das wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Das würde mich auch noch interessieren. Ne? Wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr macht einen Strandurlaub. So. Und ihr seht denn einen schönen Markt. Wie muss dieser Markt sein für euch? Damit ihr sagt, da fühle ich mich wohl. Also das wäre interessant für euch. Das wäre ja mal schön zu erfahren. Ja, und falls ihr euch denn wundern solltet, ich hab meiner lieben Tanja, auch liebe Grüße an dich an dieser Stelle, versprochen, dass ich auch mehr so, ja, wie sagt man, let's talk about mache, dass ich mich einfach so mit euch unterhalte. Und ja, sie mag die nämlich auch ganz gerne. Und aber man hat so viele liebe Leute kennengelernt, ne, über YouTube. Ja, da bin ich. Aber ich bin schon über jeden Einzelnen froh, dass wen ich kennengelernt habe. Alle ganz, ganz liebe Menschen. Dürfen sich alle mal ganz, ganz lieb gegrüßt fühlen, diejenigen, die mich kennen. Ja, finde ich toll. Mag ich super gerne. Aber ihr merkt, es ist wirklich anstrengend für mich zu reden und gleichzeitig Gebamsel zu machen, ne? Also ist nicht einfach. Und mein Frosch meldet sich. Also ich werde langsam heiser, wie ihr merkt. Aber wir sind tapfer. Wir wollen mal gar nicht rumheulen. Ja, aber wie gesagt, das würde mich wirklich interessieren. Also so an der Top 1 noch mit dazu. Stellt euch vor. Da habe ich doch gerade welche ausgedacht. Stellt euch vor, ihr wärt im Urlaub. Und es muss ja kein Kunsthandwerkermarkt sein. Ne? Das kann ja auch Basare sein. Ne? Und das muss ja auch kein Strandurlaub sein. Ne? Das kann ja auch, weiß ich nicht, ein Türkei-Urlaub zum Beispiel oder so. Ne, da gibt es ja auch so richtig geile Basare, die auch Teppiche und was weiß ich nicht alles ausstellen. Bloß viele gehen weiter. Aber warum? Ich meine, gut, dass die jetzt zugequatscht werden oder so. Ne? Sowas mache ich ja nicht. Na, also wer kommt, wer sich mit mir unterhalten möchte, super gerne. Jederzeit auch. Und ja, und wer nicht, die braucht nicht, ne? Muss man ja dann auch mal so ehrlich sagen. Na, also ich hoffe natürlich, dass die alle ganz, ganz lieb sind. Also, dass meine ersten Markterfahrungen jetzt nicht von bösartigen Leuten besucht werden oder so. Ich muss euch mal ganz kurz stoppen. Sonst wird euch noch schlecht. Ja. Und wie ihr seht, es dauert wirklich lange. Ne, ich meine, ich quatsche jetzt hier schon 45 Minuten mit euch. Und ja, und was habe ich jetzt gemacht? Ja, ich weiß auch immer nicht, reicht das? Oder muss auch, reicht das? Oder muss da noch mehr ran? Ich weiß auch nicht, irgendwie würde ich das gerne so pow machen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute für pow sind. Ich mag gerne pow. So dieses. Weiß ich nicht. Du bist auch noch nicht fertig. Ein bisschen. Hä, wo habe ich denn die fertigen? Habe ich erst die beiden gemacht? Ne, hier ist noch eine. Habe ich erst drei Stück gemacht von denen? Boah, ja, zieht sich ja hin. Ja, also man ist da wirklich schon den ganzen Tag mit beschäftigt, ne? Also, wenn man sich da einmal hingesetzt hat,
dann sitzt man auch dran, ne? Das ist. Ich meine, es macht super Spaß, ne? Also, so ist es nicht. Du bist ein bisschen klein. Also, ich mache das gerne. Es entspannt. Bloß man hat halt ein bisschen die Zeit im Nacken, ne? Und dann möchte man auch. Ja, Luft einfach. Ich möchte einfach die Luft oben haben, um Änderungen zu machen. Ne? Um nichts zu vergessen, um nicht auf den letzten Drücker. Aber mal ganz im Ernst, man weiß ja nie, was da jetzt noch kommt. Ne? Das kann sein, dass man, weiß ich nicht, noch krank wird. Oder das kann sein, dass denn Besuch noch kommt. Ne? Oder. Es kann immer was kommen. Und dann möchte man auch die Zeit dafür haben und nicht denken, ach scheiße, Entschuldigung, du hast ja noch Millionen Sachen, musst dann noch eine Nachtschicht machen oder so. Ja, möchte man dementsprechend ja dann auch nicht haben. Oh, Entschuldigung. Also geht's mir zumindest, ne, also. Ich habe da ganz gerne Luft, wo ich dann, weiß ich nicht, irgendwie schon eine Woche vorher sagen kann, so, ich bin mit allem fertig. Ja, aber wie gesagt, ich mache definitiv noch ein Video davon. Ja, und wenn das einfach nur, ganz ehrlich, also wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe da jetzt gar kein Interesse dran oder so, ja, müsst ihr euch ja nicht angucken, ne? Ich mache jetzt definitiv ein Video und vielleicht vielleicht hat danach ja auch der eine oder andere Lust, seine Sachen auszustellen, ne? Das wäre ja. Also da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Nee, du bist ein bisschen lang. Ne, dass denn jetzt danach einer sagt, oh, ja doch, ich habe jetzt auch Lust bekommen, was zu machen. Ja, würde ich mich freuen. Ne, warum nicht? Es ist einfach ja mal just for fun. Also finde ich jetzt zum Beispiel. Das kann auch sein, dass es ein Reinfall wird. Ich glaube, dann mache ich das einmal und nie wieder. Aber es sind halt Erfahrungswerte, die ich dann verbuchen kann, ne? Ja. Ich lasse mich da. Boah, ich lasse mich da echt überraschen, was das wird. Wie es wird. Ja, und ich bin ja quasi da aufgewachsen. Und ich hoffe, dass wir denn auch, weil es geht ja bis September durch. Und ich hoffe ja, dass es dann nachher so zeitmäßig so geil ist, dass man am Strand danach immer noch abschalten kann. Einfach die Sachen dann ins Auto. Wenn der Markt vorbei ist, geht, glaube ich, dann bis 17, 18 Uhr. Und vielleicht hat man ja noch eine Stunde, wo man denn noch am Strand sitzen kann. Ne, weil Kühlungsborn, was ist denn das von mir entfernt? Boah, 20 Minuten vielleicht. Wenn überhaupt. Ja, also ich habe das wirklich. Also wenn ich jetzt bei uns nach Heiligendamm fahre, ne, ich habe das wirklich, und das ist jetzt auch kein Spruch oder so, ich habe das wirklich nur, ich habe das gemessen. Und ich habe auf die Uhr geguckt. Also ich fahre wirklich 7 Minuten mit dem Auto, ne? Nämlich am Strand. Und ich meine, ich habe das, glaube ich, schon öfter erzählt, aber ich mag das ja ganz gerne im Sommer. Aber auch im Frühling. Naja, sobald es angenehm draußen ist, ne? Einfach abends nochmal zum Strand, Sonnenuntergang. Geil. Also ich komme jetzt durcheinander, deswegen habe ich mir jetzt so ein so ein Buchbinder rausgesucht. Damit ich weiß, was fertig ist und was noch nicht fertig ist. Ist da sonst noch irgendwas fertig? Nee. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, wie gesagt, ne, und bei vielen Sachen, also rein theoretisch sind alles Unikate.
Weil auch wenn die Form gleich ist, ist das Motiv nicht gleich. Das heißt, es sind alles, von denen gibt es wirklich nur. Und ich habe auch diese Sticker, also es sind ja Nailart-Sticker, die hier drauf sind, habe ich auch nicht mehr. Ne? Das heißt, das sind einmal Sachen und nie wieder. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass irgendjemand auf diesem Planeten die Sachen genauso anordnet, wie ich es tue. Also sind das auch einmalige Stücke, die es auf diesem Planeten halt auch nur wirklich ein einziges Mal gibt. Ne? Ja. Und das ist so eine Sache, das reicht halt aber auch, ne? Also wenn man da einen Anhänger macht, ist jetzt eine Perle dran. Ne? Na, vielleicht mache ich ja dann auch irgendwie noch mal eine Perle. Vielleicht noch eine zweite rote oder so. Naja, kicken. Ne, aber ich finde die einfach so schön. Und die glitzern und funkeln. Und boah, wenn die Sonne raufstrahlt, oh, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie die laufen werden. Also wie, ob die weggehen oder nicht. Oder da bin ich echt gespannt. Also ich finde die echt schön. Ja, weil manchmal muss man ganz ehrlich sagen, ich habe auch Fails in meinen Sachen. Ne? Also da poppe ich das aus und dann denke ich, ach Schande. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ne, da macht man dann halt quasi auf gut Glück. Ne? Manche Teile habe ich auch, so die Anfänge zum Beispiel. Boah, und es hat ewig gedauert. Ich weiß gar nicht. Ich habe angefangen, die dann zu bearbeiten. Und habe ich es sein gelassen, weil das gruselig aussah nachher, also für mich zumindest. Und ich denke mir dann immer, ja, weiß ich nicht, da musst du dir was einfallen, weil ich will die Sachen ja auch nicht zu Hause hier bei mir bunkern, ne? Und also das ist ja nun auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich die bei mir jetzt zu Hause noch bunker. Nee, will ich nicht. Also was man denn halt damit macht, ne? Also Leute, wenn ich jetzt husten sollte, keine Sorge, ich bin desinfiziert. Ne? Also ich habe eine Buddel. Also ich weiß halt nicht, wie das aussieht jetzt mit Werbung machen oder so, keine Ahnung. Deswegen zeige ich die jetzt nicht. Na, aber ich bin desinfiziert. Ich kann euch. Was kann ich denn zeigen? So habe ich einen Inhalierstift zum Beispiel. Na, aber auch meine Hände sind desinfiziert. Also nicht, dass ihr denkt, dann du hustest ja die ganze Zeit und schniefst und keine Ahnung, dann fährst du die Sachen an und dann werden die Leute krank. Nein. Ich bin desinfiziert. Möchte ich ja dann nochmal dazu sagen. Ne, also ich werde hier keine Epidemie verursachen. Ich glaube, ich mache erstmal die Herzen ran und dann, weil die gehen, glaube ich, auch einfacher. Ja, habe ich sonst noch irgendwas zu sagen? Ja. Habe ich noch was zu sagen? Ja, wie gesagt, ne? Da würde ich mich echt drüber freuen, was so ein Markt tun muss oder ein Stand tun muss, um euch anzusprechen. Und das, also das würde mich echt interessieren. Und ja, ob ihr denn auch Bock habt, so Marktvorbereitung, dass ich mal ein Video mache, wie das bei mir aussieht, wie ich mich darauf vorbereite. Na, auch so mit Gewerbeschein und so was alles. Ne? Das ist logisch. Also der wird da auch verlangt. Gewerbeschein, ne? Also ohne Gewerbeschein kommt ihr da auch nicht dran. Den müsst ihr damit da schicken in Kopie, ne? Aber sich da eins zu holen ist jetzt auch keine Kunst. Konntet ihr eigentlich die ganze Zeit was sehen oder eher nicht so, weil ich gucke ja meine Videos nicht. Und ich hoffe wirklich, dass ihr auch sehen konntet, was ich da mache. Sonst wäre ja nicht so schön, ne? Aber ich weiß, dass meine liebe Tanja gerne meine Videos schaut. Und sie hat sich so gefreut, als ich das letzte Follow Me Around gemacht habe.
Ja, da hat sie sich echt drüber gefreut. Und ja, also sie ist da wirklich eine, schaut gerne meine Videos, natürlich auch mein Basteläulchen oder, also es gibt da wirklich viele, ne, die liebe Jutta schaut auch gerne meine Videos und ich finde das toll. Kann ich zwar manchmal nicht nachvollziehen, weil ich meine Stimme echt absolut alles andere als schön finde. Deswegen schaue ich meine Videos auch nicht. Und wenn ich jetzt meine Videos auch noch schneiden würde und so, deswegen, ich denke mal, deswegen werde ich mich damit auch nicht so auseinandersetzen. Ne, weil die Leute, die schauen meine Videos so, wie sie sind und da muss ich mich jetzt auch nicht großartig verändern oder so. Und ja, das ist halt alles Real Life, ne? Dass ich dann da auch, ja, die Wartezeit, ne? Das gehört halt alles dazu, ne? Zu gucken, was passt, was nicht passt und sowas alles. Ne, und dann halt auch jeder Patzer. Ne, dass man dann halt mal ein Wort sagt, was jetzt halt nicht so jugendfrei ist, in den Raum schmeißt. Und ja, gehört, wie gesagt, immer da. Gehört halt dazu. Ne? Und das sind jetzt hier auch keine professionellen Videos, sondern einfach nur. Ja, ich zeige das gerne, just for fun. Genauso wie das hier. Ne? Das ist jetzt hier nicht mein Hauptverdienst oder so. Ich habe meinen Job. Das ist jetzt einfach nur, ich mache die Sachen gerne fertig. Ja, aber was macht man denn damit? Ne? Und Geld wächst ja auch nicht auf Bäumen. Und aber ich kann mir dann halt neues Material kaufen. Ne? Ja, ich habe bei Stampin' Up jetzt auch bestellt. Weil da ist ja gerade Celebration. Ich endlich meine Bestellung abgeliefert. Und ach so, da könnt ihr mir auch noch mal sagen.